DM15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Ich spreche heute mit dem Bildhauer Anton Hanak. Einige seiner berühmtesten Werke sind die Viktor-Adler-Büste für das Denkmal der Republik auf der Ringstraße, das Kriegerdenkmal Schmerzensmutter am Zentralfriedhof und die Porträtfigur des Anatomen Emil Zuckerkandl im Arkadenhof der Wiener Universität. Und auch die Doppelrelieffiguren auf dem Kaufhaus Staffer in der Mariahilferstraße 120, damals noch Mariahilfer Zentralpalast, wurden von Anton Hanak gestaltet. Herr Professor Hanak, danke, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf, in einem ganz besonderen Interview, besonders, weil Sie ja eigentlich... Nicht mehr leben, nur heraus mit der Sprache. Mich stört das keineswegs, mein Tod ist ja nun schon... Fast 90 Jahre her. Na sehen Sie, länger als ich gelebt habe. Es handelt sich um ein Interview, haben Sie gesagt. Was interessiert Sie denn? Zu meinen Werken haben Sie ohnehin schon etliches gesagt und verschonen Sie mich mit dem Professor. Titel haben hier, wo ich jetzt bin, keine Bedeutung mehr. Natürlich, wie Sie wünschen. Ich würde gern mit Ihnen über Ihre Kindheit und Jugend, vor allem Ihre Lehrzeit im 15. Bezirk sprechen. Und auch über Ihre Ausbildung in der Allgemeinen Bildhauerschule, die seit 1962 Akademie der Bildenden Künste heißt. Und auch über Ihre Zeit in Langenzersdorf. Interessante Themen, die Sie da ansprechen. Es erfreut mich außerordentlich, dass ich nochmals in Erinnerungen an die Anfänge meines künstlerischen Schaffens eintauchen kann. Trotzdem keineswegs sämtliche Erinnerungen von angenehmem Charakter sind. Was also ist nun Ihr Anliegen? Solange ich nicht 200 Stunden Modell sitzen muss, wie bei Zerlacher, soll mir alles recht sein. Nein, keine Sorge, so lange wird es nicht annähernd dauern. 15 Minuten, maximal 20. Ich beginne also gleich, wenn es Ihnen recht ist? Ja, beginnen Sie. Sie sind am 22. März 1875 in Brünn geboren, damals Österreich-Ungarn, heute Tschechische Republik. Wie ist Ihr Leben bis 1889 verlaufen? In diesem Jahr sind Sie ja nach Wien und schließlich in den 15. Bezirk, in den damaligen Vorort Fünfhaus gekommen. Nun, mein Vater hieß Johann Hanak, 1852 geboren. Er erlernte in Brünn das Handwerk eines Zimmermalers und Vergolders. In Brünn lernte mein Vater meine Mutter kennen. Sie war Dienstmagd in einer Kaufmannsfamilie und stammte aus Iglau. Meine Mutter hieß Maria Havlicek, 1851 geboren. Ich bin der Erstgeborene. Als meine Schwester zur Welt kam, 1,5 Jahre nach mir, musste ich aus dem Haus und wurde nach Iglau zu meinen Großeltern gebracht. Dort bin ich bis zu meinem 5. Lebensjahr geblieben. Meine Tante Franziska, Schwester meiner Mutter, hat mich eigentlich aufgezogen. Das Hausregiment führte meine Großmutter. Ihr zur Seite stand ihre älteste Schwester. Die Wirtschaft im Hause meines Großvaters war sehr streng und mustergültig, weil eben die Großmutter die tüchtige Bäuerin war. Ich war also meiner jungen Tante überlassen. Mit dem Großvater ging ich in den Wald Schwämme suchen oder in die nächste Ortschaft, in die Walk. Fische mit der Angel fangen war seine größte Leidenschaft. Und dann dieselben zubereiten. Er kochte auch ausgezeichnet und war ein heiterer Sänger. Ich musste mitsingen. Und sehe ihn noch vor mir, sitzen am Bergstadel, vor einem Berg von zerrissenen Schuhen, die er alle hätte richten sollen. Ja, wenn es draußen nicht gar so schön gewesen wäre, dieses Paradies hat bis zu meinem 5. Lebensjahr gedauert.
Was passierte dann? Ich wurde eines Tages besonders angezogen und mein Großvater und ich zogen fort. Also wir sind eines Tages in der Eisenbahn gesessen. Mein Großvater und ich, beide zum ersten Mal. Diese Fahrt hat mich ganz aus den Gleisen gebracht und ich habe fast nur geweint. Bald waren wir in Branowitz und auch bei meinen Eltern. Hier begann die erste große Katastrophe meines Lebens. Fremde Menschen, die keine Zeit haben und von einem Fünfjährigen schon alles vollkommen verlangen. Meinem Vater war an mir nichts recht. Ich stand nicht richtig und auf seine Fragen gab ich keine Antwort und weinte nur. Es ist selbstverständlich, dass er mich streng anfuhr, und auch die Mutter war sehr streng zu mir. Wenn ich auf die Gasse musste, gab es gewiss Streit und Rauferei mit den Kindern, weil sie mich fortwährend wegen meiner roten Haare hänselten und ins Gesicht schlugen. Ich musste mich endlich wehren, teilte Hiebe aus und das Ende war, dass die Eltern der von mir Geschlagenen zu meinen Eltern klagen kamen und ich feste Prügel bekam. Dann tröstete mich immer der alte Schmied, der mir Mut zusprach und meinte, nicht weichen, sich nicht unterkriegen lassen. Er lehrte mich die praktischen Griffe, einen Gegner leicht niederzuwerfen und ihm den Stein aus der Hand zu drehen und so weiter. Leider hatte ich die ärgsten Gegner unter den kleinen Mädchen. Die waren schnell im Kratzen, Beißen und auch im Steinewerfen. Diese waren es, die mich immer schrecklich zugerichtet haben. Und einmal bin ich am Kampfplatz mit einer blutenden Wunde am Kopf liegen geblieben. Der Stein traf mich so ungünstig, dass ich blutend zusammenbrach. Der Dorfarzt, Fabriksarzt zugleich, meinte, ich hätte auch tot sein können. So ungünstig ist der Schlag gesessen. Und dann ist Ihre Familie umgezogen. Zu meinem Besseren hat mein Vater in der nächsten Gegend einen neuen Posten angenommen. Und wir zogen wieder einmal in die Welt, nach Porlitz, ein größeres deutsches Dorf. Zur Hälfte Judenstadt. Hier hat meine richtige Entwicklung begonnen. Ich lernte bald Geigenspiel und Gesang und war in einer rein deutschen Volksschule. Unter den Christenkindern hatte ich wegen meiner roten Haare nicht viel Sympathie. Dafür bei den Judenkindern, weil dort mehrere rothaarige Kinder waren. Bald verkehrte ich nur in der Judenstadt und war dort fast mehr zu Hause als in den Arbeiterhäusern der Zuckerfabrik, in welchen meine Eltern wohnten. In der Schule ging es mir sehr gut und infolge der Bevorzugung durch den Herrn Pfarrer und meines Musiklehrers, der zugleich Regens Chori war, konnte ich die schönste Zeit neben der Orgel oder im Pfarrhaus bei den Übungen im Kirchengesang verbringen. Was willst du eigentlich werden? Zum Studieren hat dein Vater kein Geld. Als Chorsänger hast du höchstens noch 2 Jahre. Dann schnappt die Stimme um. Was dann? Willst du Lehrer werden? Nein. Dann muss ich nach Wien. Nur in Wien kann man etwas lernen. Nur in Wien ist die Musik. Die Eltern gaben mir kaltherzig eine kleine Wegzehrung von 5 Gulden und mit lieblosen Worten den Rat, ich möge mich irgendwo als Lehrling verdingen. Nur heimkehren möge ich nicht, ehe nicht etwas Rechtes aus mir geworden sei. Wie war Ihre Ankunft in Wien? Die Fahrt über die Nordbrücke mit ihren unheimlichen Bögen,
ließ mich, 14-jährigen Träumer, erstarren. Wien, Wien, die Reisenden erheben sich und greifen nach ihren Koffern, ihrem Gepäck. Alles steigt aus, dann kommt unten der Gang, wo die Verwandten und Bekannten warten. Auf mich wartet niemand. Irgendwohin muss ich mich wenden. Es zog mich zum Pratersterben. Ich sah zum ersten Mal ein Denkmal, das Degethoff-Denkmal. Wer es ist, was es bedeuten soll, warum es dastehe, keine Ahnung. Auch der Wachmann, den ich frage, weiß es nicht. Wer macht solche Denkmäler? Nach langem Fragen erfahre ich den Namen dieser Handwerker oder Künstler, die Bildhauer. Sie gingen dann in ein Lehrlingsheim. Was haben Sie dort erlebt? Der Leiter des Heimes prüfte meine Papiere. Ein Abgangszeugnis der fünfklassigen Volksschule in Porlitz. Dann eine Bestätigung, dass ich um einen Heimatschein angesucht habe und derselbe innerhalb von 8 Tagen geschickt wird. Dann einige Zeilen des alten Regens Cori. Regens Cori ist der Chordirigent der katholischen Kirche, der mich als für Musik besonders begabt empfahl. Der Leiter fragte mich, ja, also, was willst du lernen? Ich sagte, ich möchte zur Musik oder Bildhauer werden. Der Zwicker fiel dem Leiter des Heimes herunter. Zum Glück baumelte er an der Schnur und er ging zum Schreibtisch und schlug ein großes Buch auf und sagte, ein Tapezierer, ein Perlmuttergraveur, ein Damenschneider, ein Fächermaler, ein Schuhoberteilerzeuger, ein Galanteriedrechsler, lauter gute Lehrplätze bei anständigen Meistern. Das war aber nicht das, was Sie wollten. Wie kamen Sie zu Ihrer Lehrstelle in Fünfhaus? Ich erfuhr Folgendes. Die besten Lehrstellen kriegt man durch die Zeitung. Entweder man liest die Annoncen oder geht in die Redaktion und gibt selbst eine Annonce in der Zeitung. Das war mir wieder eine neue Welt. Ich blieb zurück und las die Zeitungen. Das Neuigkeitsweltblatt war mir am sympathischsten und ich lernte es fast auswendig. Auf der letzten Seite war die Rubrik Stellen. Und ich studierte sie zu meinem Glück oder Unglück und sah, dass ein Lehrling bei einem Holzbildhauer auf ganze Verpflegung aufgenommen wird, zu Fragen in der Redaktion. Eine innere Stimme sagte zu mir, dort gehst du hin. Wo genau war das und wie erlebten Sie die Lehrzeit? Ich fand es leicht und stand im ersten Stock, Herrglotzgasse 6, Ecke Thürnergasse, und las ein auf Glas bemaltes, mit Goldbuchstaben prangendes Türtafel Rudolf Sauer, Holzbildhauer. Eine Glocke, die nicht läuten wollte und ich es vorzog zu klopfen. Dort unterschrieb ich den Vertrag auf 4 Jahre. 4 Jahre sind furchtbar lang. Immer das Gleiche wie im ersten Jahr. Zusätzlich noch das schwere Arbeiten, wie es die Holzschnitzerei im harten Nussholz erfordert. Täglich schon um 4 Uhr früh zu arbeiten beginnen und um 9 Uhr abends aufhören, wenn nicht bis Mitternacht oder gar einen Durchmarsch machen. Und für die Meisterin musste ich die Wäsche des ganzen Haushaltes, auch die schmutzigen Windeln waschen, den betrunkenen Meister versorgen, wenn kein anderer mit dem im Rausch Hilflosen zu tun haben wollte. Ich wurde zu allen niedrigen, schweren, widerlichen Arbeiten im Haus und Werkstatt befohlen. Dazu die mangelhafte Wäsche, keine Schuhe mehr und zu kleine Kleider. Man wächst eben heraus
und wer schenkt einem neue? Das war sicher keine leichte Zeit für Sie. 1893 endeten dann diese langen 4 Jahre und Sie gingen auf die Walz, also auf Wanderschaft. Was war Ihre erste Station? Von der Genossenschaft kam die Aufforderung zur Meldung und dort wurde mir mitgeteilt, dass ich laut Vertrag am 1. Mai 1893 zum Gesellen freigesprochen werde. Salzburg war die erste Stadt meiner Wanderschaft. Ich bekam Arbeit, verdingte mich einem Meister, fand gleich ein Quartier und blieb ein volles Jahr. Ich hatte viel gesehen, gehört und gelernt. Dann ging ich nach München, nach Augsburg, nach Prag, nach Budapest. Überall habe ich Arbeit bekommen und gearbeitet. Überall hörte ich das Loblied auf die Kunstakademie und es darf nicht wundern, wenn ich blindlings am Leben vorbeiging, nur Geld sparte, um einmal an die Akademie zu kommen. Sie wollten Steinbildhauer werden. Im Sommer waren Sie auf Wanderschaft und im Winter besuchten Sie Fortbildungskurse an der Staatsgewerbeschule in der Schellingasse. Und dann erfüllte sich Ihr Wunsch, in die Wiener Akademie, heute Akademie der Bildenden Künste, aufgenommen zu werden. Ich habe mich rasch entschlossen, den Versuch zu machen, an die Wiener Akademie zu gehen und dort zu lernen. Ohne Geld und Hoffnung auf irgendeine Unterstützung. Die Aufnahmeprüfung im Herbst 1898 ist mir gelungen. Und da ich nichts hatte, konnte ich nichts verlieren. Mein Lehrer war Edmund Helmer. Wie erging es Ihnen im ersten Studienjahr? Professor Helmer hatte mir eine Schulgeldbefreiung in Aussicht gestellt. Dagegen hatte mich Professor Frisch hinausgeworfen, weil ich seine Vorträge über Anatomie nicht besuchte. Er wollte mich nicht zur Prüfung zulassen. Auf meine Erwiderung, dass ich mir am Nachmittag etwas verdienen muss, damit ich überhaupt in die Akademie gehen kann, sagte er kurz: Wenn Sie keine Mittel haben, so sollen Sie überhaupt nicht an die Akademie gehen. Ich bot mich an, sofort die Anatomieprüfung zu machen, da ich sie ja schon in der Staatsgewerbeschule bei Professor Sitte gemacht hatte. Jetzt wurde er versöhnlicher und entließ mich mit der Drohung, dass er meiner Prüfungsarbeit eine besondere Strenge entgegenbringen würde. Die Jahre 1900 und 1901 brachten für Sie ja auch privat einiges Neues. Am 5. März heirateten Sie und Juliana Janicek und am 21. Juli kam Ihr Sohn Walter zur Welt. Schon im Februar mieteten Sie eine Wohnung in Langenzersdorf, im Haus an den Mühlen 14. Ja, ich erinnere mich. Ich schrieb damals in mein Tagebuch: Langenzersdorf. Es ist herrlich, diese Frische in der Natur. Wie ein Kind spiele ich mit kleinen Kindern und bin wie neugeboren. Vor meinem Fenster steht die Silhouette des Stiftes Klosterneuburg und 10 Schritte vom Haus fließt die Donau. Abends sitze ich auf einer Bank am Schutzdamm und träume angesichts der großen Natur. Mein Leben hat jetzt Abwechslung. Morgens fahre ich nach Wien in die Akademie und abends bin ich auf dem Lande. Am liebsten fahre ich allein im Boot in den stillen Arm der Donau und lege mich auf dieser Halbinsel ins Gras und baue Luftschlösser. Manchmal, weil ich an der Donau sitze, bin ich wunschlos.
Sie haben ja auch die Möbel selbst hergestellt. Ich zimmerte mir aus ungehobelten Brettern Sezessionsmöbel. Als sie fertig waren, wurden sie mit grüner Anilinfarbe getränkt und mein Zimmer sah interessant aus. Im Juli 1902 hatten sie dann die allgemeine Bildhauerschule beendet und im Oktober wurden sie in die Bildhauer-Spezialschule von Edmund Helmer aufgenommen. Der Unterricht fand im Amateurpavillon in Prater statt, der im Rahmen der Weltausstellung 1873 errichtet worden war. Ein Gemisch von Glück und Bangen begleitete mich nun und als die ersten Tage der Installierung im Prater Schulatelier vorüber waren, kehrte mein alter Fanatismus wieder. So auch mein altes Selbstvertrauen. Mein Spitzname unter den Studenten war Herbergsvater, Koch und Musikant. 1904 beendeten sie schließlich ihre Ausbildung. Für ihre Abschlussarbeit Grablegung erhielten sie das Schwendenwein-Reisestipendium für eine Studienreise nach Italien. Wie haben Sie diese Jahre erlebt? Wenn ich diese 6 Jahre Akademie zerpflücke, so war es ein Auf und Nieder auf Kosten meiner Gesundheit und vielleicht auch meiner Jugend. Ich fühlte klar, dass es am strengsten gehen wird. Ich hatte gelernt und gestrebt und würde noch die Herrlichkeiten eines langersehnten Landes genießen. Ich wusste, seine Kunstwerke werden mich berauschen für die Zukunft. Bereits während Ihrer Studienzeit hatten Sie Preise für Ihre Arbeiten erhalten und erhielten mehrere kleinere Aufträge, unter anderem für eine Gedenktafel für die verstorbene britische Königin Victoria, die im 3. Bezirk in der anglikanischen Kirche in der Jauresgasse 21 angebracht ist. Den ersten öffentlichen Auftrag erhielten sie 1908 von der Stadt Linz. Die Brunnenfigur Freude am Schönen befindet sich im Linzer Volksgarten. Sie waren ja mit ihrem Werk nicht ganz zufrieden. Im Banne meines damaligen Strebens wurde die Freude am Schönen die Grundidee für diesen Brunnen. Ein ins Unendliche führender Traum, der tief im Stein stecken geblieben ist. Mein Können konnte noch nicht mit dem Wollen Schritt halten. Dieses Werk hat der breiten Öffentlichkeit und allen, die für unsere Zeit neue Denkmalsformen erwartet haben, eine große Enttäuschung bereitet. Mein Erfolg war der, dass ich mich noch tiefer in meine Werkstatt flüchten musste. In Langenzersdorf hatten Sie bereits 1904 die Familie Primavesi kennengelernt und erhielten den Auftrag, ein Porträt in Marmor von Meda Primavesi zu erstellen. Die Primavesis wurden in der Folge über mehr als ein Jahrzehnt ihre wichtigsten privaten Förderer. Otto Primavesi und seine Frau Gemahlin Meda bekundeten ein immer lebendiges Interesse an meinen Arbeiten, an meinen Ideen und Plänen. Ich wurde häufig eingeladen in ihr Olmützer Heim und war bald bei allen verwandten Familien ein gern gesehener Gast. Ab 1905 betrieben sie ihr erstes eigenes Atelier in der Goldeckgasse 9 im 4. Bezirk. Ab 1908 arbeiteten sie dann im Pavillon des Amateurs im Prater. Ab 1910 entstanden unter anderem folgende Werke: Der Gigant, Figuren für das Landhaus Otto Primavesi im mährischen Winkelsdorf und die Villa Robert Primavesi im 13. Bezirk. Der letzte Mensch, das war zwischen 1914 und 1917, das Kriegerdenkmal für Langenzersdorf 1922 und der brennende Mensch 1922. Dieses wilde Treiben des Lebens
mit einem Willenlosen, der nirgends Ruhe finden kann, dem jeder Klang ein Signal ist, denn jeder Stoß ein Vorwärts bedeutet. Dieses Kreisen und Rasen war in den letzten Jahren zu einem verzehrenden Brand angewachsen, der nicht nur mein Inneres, sondern auch mein Äußeres in lodernde Flammen verwandelt hatte. Der brennende Mensch, so brenne ich und verbrenne. Ein Brand, der nie gelöscht werden kann. 1923 übersiedelten sie ins Pfarrerstöckel des Hetzendorfer Schlosses. 1924 wurde ihre Porträtfigur des Anatomen Emil Zuckerkandl im Arkadenhof der Wiener Universität enthüllt. In den 1920er Jahren war dann das Rote Wien ihr wichtigster Auftraggeber. Besonders zwei Plastiken beschäftigten sie da besonders. Unerwartet riss mich eine starke Hand von diesen Abgründe und gebot wieder nach langer, langer Zeit eine Aufgabe zu lösen. Magna Mater. Eine Mutter, besser eine Fürsorge, die auf der Straße die Kinder zusammenglaubt, die sie aus den Gefahren der Straße errettet. Eine Bekrönung der ganz hervorragenden Fürsorge der Stadt Wien, um die Jugend, die nur zu oft der Straße überliefert, auf der Straße vergessen wird. In überlebensgroßen Dimensionen als Mittelpunkt eines Brunnens, von allen Seiten eine vollkommene Plastik. Und eine zweite Aufgabe gab es zu lösen, die der vorigen nicht nachstand. Eine Plastik für das Gräberfeld der am Zentralfriedhof beerdigten Soldaten des Weltkrieges. Die Schmerzensmutter. Eine Aufgabe, die nach allen Dimensionen eng begrenzt ist, die aus dem tiefsten Innern der Menschlichkeit nur nach oben den Weg der Erlösung und Befreiung suchen kann. Der 1926 entstandene Magna Mater Brunnen für die Kinderübernahmestelle in der Lustkandlgasse 50 wurde 1964 in den Park bei der Maurer Pfarrkirche transferiert. 1928 gestalteten sie die Viktor-Adler-Büste für das Denkmal der Republik an der Wiener Ringstraße. Ab 1913 waren sie 20 Jahre als Hochschulprofessor an der Wiener Kunstgewerbeschule, ab 1932 als ordentlicher Professor für Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste tätig. Wer waren Ihre Schülerinnen und Schüler? Ich erinnere mich noch an Margarete Hanusch, Heinz Leinfellner, Hilde Urey, Franz Xaver Wirth, Angela Stadtherr und Fritz Wottruper. Ihre letzte Arbeit war ab 1931 das Emniyet-Denkmal oder Denkmal des Vertrauens im Auftrag der türkischen Regierung in Ankara. Diese konnten sie nicht mehr beenden. Schon seit Jahren litten sie aufgrund des feinen Steinstaubes an Angina pectoris und auch ihr Herz wurde immer schwächer. Im November 1933 erlitten sie einen Herzanfall. Die Weihnachtsfeiertage verbrachten sie bei der Familie ihres Sohnes Walter. Trotz Krankheit und Schwäche setzten sie die Arbeit in ihrem Atelier fort und besorgten die Überprüfung der Arbeiten in der Erzgießerei. Am 4. Jänner erlitten sie einen schweren Herzanfall und wurden von einem Schüler vom Atelier nach Hause gebracht, wo sie am 7. Jänner starben. Ihr Begräbnis fand am 11. Jänner auf dem Hietzinger Friedhof statt. Die Grabrede hielt der Rektor der Akademie der Bildenden Künste Wien, Peter Behrens.
Ja, so ging mein Leben zu Ende. Was wurde aus dem Denkmal? Die Bronzefiguren für das Eminiet-Denkmal wurden durch einige ihrer Schüler 1936 vollendet. Gerne hätte ich das noch selber gemacht, aber gut, dass es fertiggestellt wurde. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Zeilen aus einem Nachruf von Max Ermers vom 21.01.1934 in der Zeitschrift Der Kuckuck Nummer 3 1934 zitieren. In der Fülle von Gestalten und Figuren, die das Ringen, Sehnen und Leiden unserer Zeit versinnbildlichen, machte er sich nun jahrzehntelang Luft. Es ist, als ob er für den uns alle bedrückenden, schmerzhaften Unterbau unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems, den künstlerischen, in eine Höhe besonderer Art gehobenen Überbau der leidenden Seele schaffen müsste. Aber er bleibt nicht, wie Meunier, der andere große Bildhauer unserer Zeit, bei der Schilderung der Qual des stillen Heldentums der Arbeiterschaft stehen. Er lässt das Leid der Zeit über die Klasse hinauswachsen. Das ganze Volk, die ganze Menschheit wird aus der Unerträglichkeit der einmal gegebenen Zeitsituation heraus zum Leidenden, zum Sehnenden, zum Anklagenden Tantalus. So entstehen in großer Fülle seine Männer- und Frauengestalten, die Symbol sind für innere Spannungen, für unerträglich werdende Gefühle, für versuchte Durchbrüche ins Freie einer neuen, besseren, höheren Zeit. Im Giganten schreitet noch die Menschheit dumpf und unsicher und schmerzlich ihren unbewussten Weg dahin. In der Sphinx blickt sie tief ins Innere ihrer fatalen Rätselhaftigkeit. Im Gebet erwächst ihr Flehen nach Erlösung zu religiös-überreligiöser Aufwärtsgebärde. Im Neuerer gewinnt der Wunsch nach Überwindung des Alten, nach Hineinschreiten ins kommende traumhafte Gestalt. Im Fanatiker gesteigerten leidenschaftlichen Ausdruck. Im großen Leid schwebt einer Wolke gleich der alles läuternde Schmerz über uns. Im brennenden Menschen verbrennt der Sehnsüchtige förmlich vor unseren Augen in Glut und flammender Ekstase. Es ist Hanak selbst. Dazwischen erwachsen unter seinem Meißel Gestalten ruhigerer Sammlung, des Hineinhorchens in sich, ins bessere Ich, ins höhere, hoffnungsvollere Sein. Gestalten, deren absolute Schönheit nicht mehr durch den Schmerz des negativen Erlebnisses getrübt ist. Die Stimme von oben, der Traum, die Erhebung, die schöpferischen Kräfte gehören dieser Reihe an. Die Gräuel des Weltkrieges und die Millionen Toten lassen dann in ihm die Vision des letzten Menschen reifen, der als lebendig Gekreuzigter unter der Wucht der Ereignisse zusammenbricht. Vielen Dank für diese Zeilen. Der Mann hat mich und mein Werk sehr gut verstanden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und werde mich jetzt wieder entfernen. Lieber Herr Hanak, ich bedanke mich für das Gespräch. Adieu. Adieu. Manchmal, wenn ich in der Donau sitze, An. scheiße. Müssen wir das nochmal sagen, diesen Absatz? Na, genügt der So, Satz, das kann ja, ich oh schon. ja, na. Ich Moa. werde da sitzen. Ich da was. Wie komme ich auf das? Du fragst viel Stahler, hast in der Donau sitzen können. Okay. Im Juli 1902 haben sie dann die Allgemeine Bildhauerschule beendet und im Oktober wurden sie in die Bildhauerspezialschule von Edmund Helmer, was auch falsch, Edmund. Vom Edmund, vom Ja, Mundl. genau. Ich wurde häufig eingeladen in ihr Olmützerheim und war bald bei allen Verwandten verwandt. Die Verwandten.
Wiederholung. 1924 wurde ihre Porträtfigur des Anatomen Emil Zuckerknapp. Man merkt, wir kommen zum Schluss. Ja. Dieses Kreisen und Rasen war in den letzten Jahren zu einem verzerrenden Brand angewachsen. Zerren. Ja, verzerrenden, oder? Ja. Na, machen wir es noch einmal. Wiederholung. Dieses Kreisen und Rasen war in den letzten Jahren zu einem verzerrenden Brand gewachsen. Das heißt schon wieder verzerrend. Verzehrend. Oh, verzehren. Verzehrend. Ja. Verzehren. Ja, so wie Essen. Wiederholung. Verzehrenden Brand angewachsen. Verzehre mich nach dir. Verzehrenden. Verzehren. Verzehren. Ich habe mir so viele Probleme. Dieses Absatz. Zu einem verzehrenden Brand. Ich kann das nicht sagen. Verzehrend. Verzehrenden. Noch einmal. Das gehen wir dann am Schluss bringen als Dings. Ja, als machst du das eh? So. Best of. So als Hopperlas. Ja, genau, Hopperlas. Verzehrenden Brand.